Mitte September ging ein weiteres Stück der A14 in Sachsen-Anhalt ans Netz. Das 8,5 Kilometer lange Stück zwischen den Anschlussstellen Kolbitz und Tangerhütte hat rund 98 Millionen Euro gekostet. Baustart war im Sommer 2017. Auf dem neuen Autobahnabschnitt gäbe es keine Begrenzung der Geschwindigkeit. Lediglich vor den Ausfahrten ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Der Bau der A14 erforderte 2016 einen Kompromiss zwischen der Planungsbehörde und der Umweltschutzorganisation BUND. Die ökologischen Aufwendungen für das Gesamtprojekt sind hoch. Am jetzt fertiggestellten Abschnitt gibt es Überführungen für Fledermäuse und Wildtiere. Es gibt Krötenzäune und Tunnel sowie Schutzwände für Fledermäuse und Vögel. Bei Dolle entsteht zudem das größte Einzelprojekt an der gesamten A14-Neubaustrecke. Die einseitige Tank- und Rastanlage soll 147 Pkw, 125 Lkw, 12 Busparkplätze, Kurzzeitparkplätze sowie einen Großraum- und Schwertransportparkplatz bieten. In 3 Jahren zur Übergabe des nächsten A14-Stücks soll auch diese Anlage fertig sein. Der knapp 15 Kilometer lange Folgeabschnitt von Dolle bis Lüderitz wird seit Sommer 2018 gebaut. Er soll 2023 fertig sein. Baurecht liegt für die weiteren Abschnitte Lüderitz-Stendermitte sowie Stendermitte-Osterburg vor. Dort und für das ebenfalls fertig geplante Stück von Seehausen bis zur Landesgrenze laufen die Bauvorbereitungen. Gleiches gilt für die Strecke Seehausen-Nord bis Wittenberge mit Elbquerung. Für die anderen beiden Bauabschnitte in Sachsen-Anhalt, Dahlen-Warsleben-Wolmirstedt sowie Osterburg-Seehausen stehen die Planungen vor dem Abschluss. Der Autobahnlückenschluss zwischen Magdeburg über Wittenberge bis Schwerin kostet wohl 1,5 Milliarden Euro. Mitte der 20er Jahre soll die A14 von Nossen im Süden bis Wismar an der Ostseeküste führen.